Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Dead Rising 3 in Part 6. Und für jeden, der das jetzt ein bisschen ungewohnt ist, ja, es stimmt auch. Ich bin ganz woanders, als ich in der letzten Folge war. Es liegt nur daran, ich habe eine kleine Pause eingenommen oder mir mal genehmigt. Und zack, bin sofort hier gelandet. Ist natürlich ein bisschen doof. Ich war nämlich auf der Brücke und ja, jetzt bin ich hier. Aber viel wichtiger ist noch, ihr fragt euch jetzt, wer das ist und wo ist Anna. Ja, ganz einfach. In der letzten, oder in dieser Folge, eigentlich wäre diese Folge ganz anders gewesen, hatte ich einen Gast, nämlich den guten Mr. Venom 1974. An der Stelle sei noch gegrüßt. Und wir wollten zusammen halt eine Folge aufnehmen, haben halt eine Nebenquest bestritten, wo Ravi mit dabei war, dieser gute Herr. Der hat uns nämlich eine doppelte Kettensäge gegeben. Die Waffe habe ich aber leider jetzt auch nicht mehr. Ist ein bisschen doof. Aber die kann ich mir schnell besorgen. Ich weiß ja, wie das funzt. Blöderweise ist die Aufnahme, als wir die beendet haben, weg. Oh, super. Skype meldet sich auch noch. Fuddel, sei gegrüßt. Er schreibt mir, hast du eigentlich Geschwister? Ja, Fuddel, die habe ich. Das ist geil, jetzt blendet er noch Skype hier an. Also das muss ich mal irgendwie mal so einstellen, dass das nicht mehr kommt. Oh, wie geil. Schön, also, ne, Fuddy, sei gegrüßt. Jedenfalls, nochmal zurückzukommen, haben wir halt alles gemacht und ja, die Folge ist damit jetzt in Sand gesetzt. Keine Ahnung, warum. Warum er das nicht speichern wollte, warum der Speicher neben ging. Ich habe keine Ahnung. Leider habt ihr jetzt ja, eine Nebenquest verpasst. Leider, tut mir leid. War jetzt nicht so spektakulär, Anna haben wir unterwegs verloren, aber dafür machen wir jetzt eine andere. Ich kann mich jetzt nur entschuldigen, weil das ist natürlich doof. Ist, ja, kacke, was soll ich denn sagen? So, dann gucken wir, was wir jetzt so haben. Also hier haben wir noch eine Mission, die würde ich gerne mal mit euch machen. Ich weiß nicht, was für eine ist, aber wir testen das mal. Waffenmäßig, ja, sieht halt gar nicht so gut aus. Ich habe hier eine Spielzeugknarre gefunden, die bringt natürlich einiges hier. Da war ein Zombie. Böp. Jo. Geilomat, ne? Ich bin auch schwer begeistert. Gut. Sky, wer kommt auch schon auf eine Zombie-Apokalypse auf solche Ideen? Also, erstmal jetzt mal hier durch. Und dann gucken wir mal, dass wir zu dieser Nebenquest kommen. Oh, die natürlich woanders ist. Eieiei, ein bisschen voll hier. Ich merke schon. Ich hoffe, der Ravi kommt gut hinterher. Ravi, kommst du? Gut. Wenn wir schon Anna nicht haben, brauchen wir den nicht. So, Feierabend hier. Oh, daneben gehauen. Macht ja auch nichts. Also sind eine Menge Zombies hier unterwegs. Das ist schon doof. Oh, 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 oh. Weg da. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Gut, am Abend sind sie gefährlicher. Natürlich. Natürlich. Logisch. Ist ja klar. Scheiße. Mist, die haben mich gesehen. Okay. Ab in den Sportwagen. Nein, weg da. Weg da. Was macht die denn so gefährlicher? War das schon vorher eigentlich auch so, Leute? Kann das einer mir sagen? Schweine! Scheiße! Was ist mit denen los? Ravi, beeil dich! Steig ein! Klappe halten! Gut. Zack! Rein da! Okay. Anscheinend sind sie nachts aggressiver. Ist natürlich immer gut. Du Scheiße. So. Ja, ist natürlich schön. Können wir auch noch machen. Aber zuerst muss ich gucken, dass ich irgendwie in Sicherheit hier komme.
So, dann mal mit. Komm mal mit, Ravi. Wir brauchen irgendwie ein bisschen Luft. Okay. Natürlich immer schön. Wenn wir... Zombies! Am Abend mehr auszukehren. Die haben richtig glühende Augen bekommen. Ah, der Zombie steht noch. Natürlich immer gut. Dreschen die hier noch was ein, oder was? Toll. Hau ihn um! Ravi, nicht gucken, handeln! Schlitzen! Genau. Oh. Hab ich dich weggeschlitzt? Sorry. Wollte eigentlich... Ja, schlitz doch den Typen dann um. Oh, ein Spielzeug. Und ein Bauplan. Geh mir da durch. So. Oh. Oh. Das nehme ich mal mit. Der wird damit irgendwie nicht fertig. Kann das sein? Bist du jetzt mit dem fertig geworden? Gut. Irgendwas knallt gleich in der Luft. Kann das sein? Jo. Anscheinend haben die da ein bisschen Kacke gebaut, Zombies. Geh mal weg hier, Ravi. Ich möchte dir was Gutes tun. Komm mal her. Bitte schön, nimm mal einen Kaffee. Ich hoffe, ich verdien's. Ja, wage ich zu bezweifeln, dass du es verdienst, aber einen Partner zu haben ist immer gut. Ich werde mich revanchieren. Ja, das hoffe ich. So. Ein Roboterbär. Wofür ich den auch immer brauche. Aber den Bauplan. Ist klar, ich hab schon eine Idee. Ja, I love you auch. Ah, du erinnerst mich gerade an Fuzzy. Oh. Komm. Mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Und voila, ist das Weihnachtsgeschenk für die Kinder da. nice. Ein Teddybär mit Maschinengewehr. Würde ich auch in einer Zombie-Apokalypse bauen. Ey, was schmeißen die da? Was ist denn da los? Irgendwas knallt hier tierisch. Gut. Den Teddybärchen werde ich mir mal aufbewahren. Das scheint schon lustig zu sein. Was war denn doch so schön? Das kann man da noch irgendwas kombinieren? Nee. Kann man nicht. Moment, aber ich könnte mal selbst noch was gebrauchen. Ja, das sieht gut aus. Oh. Das sah. Okay, schön. Nee. Nein, die Pflanze brauchst du nicht. Danke. Ich wollte eigentlich Kaffee haben. Da habe ich einen Kaffee auf. War aber nichts. Also jetzt nicht viel. Natürlich doof. Von der Energie her. Boah, Ravi, ey. Aber da war Ender mir viel lieber. Dass die draufgegangen ist. Schon scheiße. Whisky. So, guten Trunk. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen einfach mal jetzt zum Friedhof und gucken uns mal die Chose da an. Oh, da hätte ich rüberfliegen können. Es ist aber so schlau, mitten in der Nacht hier durch die Gegend zu laufen. Bleibt mir aber nichts anderes übrig. Meinen Orangensaft nehmen wir auf jeden Fall mit. Nämlich nochmal meine Säge. Und dann würde ich sagen, Friedhof ist aber nicht hier in der Nähe. Das ist doof. Das ist die Werkstatt von uns. Ja, dann haben wir ja nur die Aufgabe. Dann würde ich sagen, machen wir die Aufgabe hier fertig. Oder fangen wir mal mit der an, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, was für eine ist, aber es soll ja extra Punkte geben. Ah, komm. So, immer mit dem Kopf durch die Wand oder durch das Fenster. Ich denke mal, das ist eine Etage tiefer. Würde ich jetzt behaupten. Auch irgendwie vielleicht ein bisschen Sinn machen. Weg da! Und ciao! Aha. Was ist denn dieses tragische Ereignis? Tragische Ereignis? Hallöchen? Wie kann man das aktivieren? Gar nicht? So. Irgendwas muss hier sein. Oder ist das hier auf dem Dach? Das reiche ich jetzt aber auch nicht. So. Weißt du was? Ab in den Sportwagen. Entschuldigung!
Ravi, du darfst mit, du kannst hier bleiben. Entscheide du. Runter! So. Das ist auch doof. Ich glaube, das ist irgendwie auf dem Dach. So, ein paar Leute ummetzeln. Zack, zack. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Friedhof. Also, ist ja nicht schlimm. Wir haben Zeit. Das könnte hier Friedhof sein. Ach, schon wieder ein Bauplan. Oder denn auf dem Bus? Könnte durchaus sein. Aber ich denke mal, ich werde später hier nochmal vorbeikommen. Hier komme ich nicht vorbei. So, hier lang. So. Dann mach ich hier durch. Was will ich? Was will ich? Sportwagen muss durch. Na komm, Leute. Ja, ja, ich hab euch auch lieb. Ach komm jetzt. Road closed. Das ist natürlich wieder schön. So. Außer ein paar Zombies wechseln, passiert nicht viel. Gut, weiter. Zack, 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 zack. So. Bekomme ich nicht durch. Oh, ein bisschen doof. So. Zack. Auf die Karte mal schauen, wo bin ich? Ich bin da. Hier sieht's gut aus. Ein bisschen. Oh. Shit. War nicht so ganz geplant. Nicht so ganz geplant. Kann man hier rein? Nein. Wäre auch lustig gewesen. In einem Feuerwehrauto. Jetzt brauche ich aber ganz schnell ein neues Auto. Der sieht nicht gesund aus. Weg da mit dir! Die Autos sind leicht demoliert. Und das Auto sieht... So, tut mir leid, Ravi. Alleingang. So. Oh. Ja, sag mal. Ach, Ravi ist mit drauf. Ja, geil. Der kann auch noch mitfahren. Ich dachte, das ist nur so Ein-Mann-Personenwagen. Ja, ist gut. Ist gut. Ja. Geht's. Mitzel. Ja, das ist gut. So. Ich bin zwar nicht schnell unterwegs, aber dafür ist das wie ein rollender Panzer. Schweren jetzt hier nicht. Ist gut. Fahre ich überhaupt richtig? Ich fahre richtig. Kann's nicht sein lassen. Also Punkte sollte man schon ein bisschen mitnehmen. Und sowas bringt Punkte. Viele Zombies metzeln bringt Punkte. So kann sich der gute Alpha aufleveln. Ja, ein bisschen lang unterwegs. Nur richtig lustig, die Zombies. Also, dass nachts aggressiver sind als tagsüber. War da nicht irgendwie so ein Film davon? Iron Legend? War das nicht auch so? Dass irgendwie Zombies nachts eher rauskommen? Oder mutierte Viecher? Ja, weiß Gott was. Hase! Hase! Weg da! Zack! Oh! Oh! Schock gefroren. Komm der Sache näher. So. Wenn ich mich recht nicht irre, dann müsste ich gleich die Ausfahrt nehmen und dann eigentlich ankommen. Kann ich schon hier rein? Hier sieht's gut aus. Zack. Ich hab einen Zombie. Hat einen Zombie. Nee. Weg da. Ich weiß, du krabbst gleich, deswegen schüttel ich schon mal Controller.
Gut. Noch weiter. Zack, 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 zack. Oh, das war... Immer diese Fans. Warum tun sich eigentlich viele Leute bei den Zombie-Filmen so schwer? Man soll doch einfach so einen Bulldozer nehmen. Ist doch super. Ehrlich, so würden so einige Filme schnell beendet werden. Also viele Zombie-Apokalypsen. Ups. Ah, das ist so verlockend. So verlockend. Weg da. Schön. Oh, ich liebe Dead Rising. Oh, geil. So, irgendwo muss ich schon in der Nähe sein. Natürlich geht's da nicht weiter. Egal, wir drehen. Drehen, drehen. Oder warte mal. So. Ist das eine Tür, die man benutzen kann? Nee. Gut. Oh. Und wieder rauf. Komm, Abi. Wir suchen jetzt den Eingang. Das heißt, wir müssen wieder runter. Ja, ist gut. Mal gucken, wo der Eingang ist. Das sieht gut aus. Ist grün. Nur ein Eingang wäre auch nicht schlecht. Oh. Ein Polizist. Polizisten-Zombie. Kann man so durchbrettern? Nö, natürlich. Komme ich jetzt ins Gemäuer? Ist jetzt doof. Komme ich da rein? Gut. Halt nicht. Es ist ja schon ätzend. Also? Ich bin nicht dein Typ. Oh? Was denn hier? Nichts Besonderes, gut. Eieieiei. Nicht gerade, was ich mir so vorgestellt habe. Na gut. Aber meine Zombie-Metzel-Folge. Ah, nicht schlecht. So. Kommen wir hier raus. Haben wir hier einen Unterschlupf? Oh, wo kommt der denn her? Oh, schön. Nice. Also hier haben wir auch eine Menge. Und da ein Teddy. Jetzt brauche ich nur einen Einkaufswagen. Weiß schon, was man damit einstellen kann. Eine Heißklebepistole? Ein Laptop? Ah, ja, damit lässt sich wahrscheinlich was anfangen. Ja, ist gut. Wir sind alle Friends. Ja. Und weg bin ich. Oh, Bauplan. Drachenschlag. Sieht aus wie ein Laubgebläse plus irgend noch was. Kommt hin. Oh, wo kommt ihr denn her? Ah! Rache! Ah, Logins! Weißt du schon, was ich bastel? Weg da! Erstmal! Schlitz! Schlitz! Und Schlitz! So! Dann muss ich erstmal ein paar Waffen loswerden. Waffen loswerden? Ach, Abi ist echt eine Hilfe, du. Bin ja schwer begeistert. So. Und. Machen wir denn die Säge? Drachenkopf. Brauche ich eben nur eine Stelle zum Basteln? Ups. Kombo, 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 Kombo. Ganz schnell Kombo. Ja, ich schaff das schon. Du hast echt Nerven. So. Und, mal ganz schnell hier weg.
So. Basteln. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und voilà, Meckerdrache ist wieder da. Du bist echt mutig. Ganz genau. Ach. War doch die Bude, wo wir doch den Chinesen erledigt haben. Stimmt ja. Hier haben wir den Chinesen erledigt. Der ist ja stark. Gib ihm ja einmal einen Trunk. Ja, nee, ist klar. Den brauchen wir jetzt nicht so besonders. Aber haben wir hier nicht irgendwie noch einen Unterschlupf oder sowas? Nee, hier ist noch was. Hierhin wollte ich. So. Machen wir heute mal eine lange Folge. Da ich ja die letzte Folge ja natürlich total im Arsch war. Nicht meine Schuld, aber trotzdem doof. So. Ich habe was mit. Kann man immer gebrauchen. Sag mal. So. Ich würde sagen, wählt doch das aus, was ich will. Oh, Entschuldigung. Ich rempel immer Leute ab. Oh. Drachentastisch. Yay. Gut. Ah, wer braucht Tabaluga, wenn man mich hat? So, jetzt schnell da zum Dach. Ich glaube, das ist das Dach. Zum Waffenlabor. Oh, ey, was ist denn hier los? Hier voll die Party. Ach du Scheiß. Oh, ist ja hier nirgendwo sicher. Kommt das denn? Wo ist die verdammte Kanalisation? So. Predigt da einer oder? Ja, da predigt einer. Ja, weg da. Nein. So. Zack. Set? Gut, ZVK-Update. Weiß Gott, was das ist. Betäubung, bitte! Armbrust. Ja, Leute, das wird jetzt voll, ne? Also. Moment. Säge! Kann ich jetzt nur machen. Das war nicht so geplant. Dass ich das direkt wegwerfe. Scheiße! Ganz schnell, aber ganz schnell hier. Oh, Alter. Hier wird's voll. Was habe ich denn hier aufgenommen? So. Ja, ist klar. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, glaube ich auch. Weg da! So. Alter. Was ist denn hier los? Komm schon. Geil! Nein, kann ich nicht nehmen, oder was? Boah, ey, diese Typen gehen mir jetzt voll am Keks. Scheiße, da war ein blanker Kopf, habt ihr gesehen? Ach, schmeiß doch nicht alles weg. Genau, nimm mal einen Sessel. Oh, da ist Luft. Da krieg ich vielleicht Luft. Ihr blöden Zombies. Alter. Ihr seid ja auch überall und nirgendwo. So. Ah, im Ernst jetzt? So. Komm. Wenigstens den blanker Kopf mit dem Menschen. Die Folge nicht so berauschend ist, aber wenigstens. Ja, ihr blöden Typen. So. Macht das. Macht nicht viel, ne? Super. Du Scheiße. Ich glaube, Rabi ist platt. So. Du Scheiße. Weg da. So. Blanker Kopf. So. Hier ist laufen. Nö, natürlich, da kann man nicht rein. Warum auch?
Wir suchen uns einen Weg. Ich will hier draußen nicht verrecken. So. Alter Verwalter. Du Scheiße. Ja, beende ich das mal mit dem großen Feuerwerk. Und bitteschön! Naja, nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Komm, geht doch. Und bitteschön. Ja, liebe Freunde, ich bin ein bisschen gerade im Stress. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ich komme hier schnell raus, bevor die mich hier killen. Bis dahin und, naja, Hauptsache, blanker Kopf. Oh, 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 nicht übertreiben. Also Leute, bis dahin.